Herzlich willkommen von der Chivisama in Valencia. Wir sind am Stand der Firma Rocca. Neben mir steht Raul Rubio, der Exportleiter für den deutschen Markt. Und ja, Rocca ist ein sehr traditionelles spanisches Unternehmen, aber der Fliesenbereich gehört gar nicht mehr in spanische Hand, sondern in mexikanische Hand seit einiger Zeit. Korrekt. Zuerst guten Tag, herzlich willkommen hier auf die ganze deutsche Presse. Wie Sie gesagt haben, Rocca Sanitario hat auch vor ein paar Jahren, im September 2021, den Geschäft Fliesen an die Gruppe La Mosa verkauft. Die Gruppe La Mosa ist eine mexikanische Firma, die zurzeit der zweite große Hersteller der Welt ist. Und seitdem gehören wir zu denen. Deswegen sind es zwei getrennte Geschäftswege und wir behalten auch den Namen Rocca für die nächsten 20 Jahre auf dem deutschen Markt. Welche Produkte hier oder welche Neuheiten, die Sie auf der Messe präsentieren, sind denn besonders interessant für den deutschen Markt? Ich glaube, wir stehen hier schon vor einer Serie, die schon seit einiger Zeit ganz erfolgreich auf dem deutschen Markt eingeführt wurde. Ja, korrekt. Hier, wir sind auf einer Koje von der Serie Marvel Dolomita. Das ist eine Serie, die momentan oder seit einigen Monaten gut auf dem deutschen Markt funktioniert. Mit dieser neuen Intec-Technologie, also diese digitale Relief. Die haben wir in verschiedenen Formaten und in verschiedenen Flächen und in 7 mm stark. Die funktioniert sehr gut. Und dann auch, wie Sie auch gesehen haben, wir haben die Serie Marais, ist auch die gleiche Typologie vom Produkt, und die Serie Avalon. Diese drei Serien sind meine drei Serien für 24 auf dem deutschen Markt. Wie ist denn für Sie die geschäftliche Entwicklung auf dem deutschen Markt? Der Wohnungsbau in Deutschland ist ja massiv eingebrochen, die Zahlen gehen stark nach unten. Wie sehr haben Sie das zu spüren bekommen? Gut, wie Sie auch gesagt haben, momentan der Markt geht nach unten noch in dieses Jahr. Wir hoffen, dass nicht so viel, dass er 2024 noch besser wird. Aber wir merken, dass auch im Neubau ist sehr, sehr stark. Obwohl, ich muss auch sagen, wir leben noch ein bisschen von der Renovierung. Also ist nicht einfach, aber es gibt noch etwas in Renovierung gemacht. Aber wir freuen uns auf 2024 und dieses Jahr ist nur ein Kampf. Wir müssen noch in dieses Jahr noch kämpfen und weiterleben. Okay, vielen Dank. Nicht sagen, danke, schönen Tag. Ja. Ciao.